Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ein ganz wichtiger Faktor ist doch das Thema Selbstheilung, Selbstreflexion. Und auf dem Weg von der Krankheit in die Gesundheit gibt es viele Parameter, die uns beeinflussen können. Umso schöner ist es heute, Dr. Frank Schulze hier zu haben. Er ist Ganzheitsmediziner und bringt viele Faktoren wie Ernährung und Bewegung und integrative Medizin in ein Boot mit rein. Und umso schöner, dass wir heute darüber sprechen zu können in unserem Interview, wie wir diesen Weg gemeinsam gehen können. Hallo Frank. Hallo Corinna, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich steige gleich mal ein. Ja, gerne. Ja. Ja. Also mein Erstberuf ist ja nun Landwirt oder Bauer, wie man heute sagt. Ja. Und ich habe dann viele Jahre als Biobauer gearbeitet, neben meiner ärztlichen Tätigkeit. Kamen viele Patienten zu mir mit chronischen Erkrankungen, mit schweren chronischen Erkrankungen, die dann also auch in unserer Landwirtschaft mitgearbeitet haben. Und das ist natürlich etwas, wo ich heute sage, was ich in dieser Zeit gelernt habe. Einerseits über die Natur in der landwirtschaftlichen Tätigkeit und andererseits unter Einbeziehung der Klienten, wie sie beobachten konnten, wie also Natur sich verhält, wie sie wächst, wie sich was entwickelt, wie viel Zeit das braucht und welche Möglichkeiten der Einflussnahme man hat. Also Beispiel, es konnten sich viele Teilnehmer bei diesen Kursen oder auch längeren Aufenthalten nicht vorstellen, wie man einen Baum, den man vorher vielleicht mit dem Traktor versehentlich verletzt hat, also man hat ein Stück Rinde rausgerissen, weil man da gerade gewendet hat bei der Olivenernte, wie man den Baum unterstützen kann, dass er sozusagen seine Selbstheilung stärken kann. Ja, also es ist ganz spannend und das ist eigentlich auch das, was ich heute in diesem Interview gerne vermitteln möchte unseren Zuschauern, dass sie auch mehr an ihre Fähigkeiten wieder glauben. Und das möchte ich gerne also auch mit entsprechenden Beispielen belegen. Also was macht man in dem Fall? Man schaut, wie groß ist der Defekt? Dann ist der vielleicht nur in Anführungsstrichen so groß, aber es ist ein Defekt. Und vielleicht sondert der Baum dann das Harz, also einen Saft aus, ja, um diese ganze Stelle zu schützen oder eben die Grundlage zu schaffen für Heilung. Okay? Das ist sein erster Schritt. Was kann ich machen als Landwirt und als Naturfreund, der ich bin? Ja? Ich kann den Baum also im Herbst um die Baumscheibe herum so, ja, ich sag mal so 5 bis 10 Zentimeter schönen Kompost geben. Und zwar ist der Kompost entstanden aus dem Baumschnitt, aus dem Grasschnitt und aus organischen Abfällen aus der biologischen Landwirtschaft, wie wir das gemacht haben. Mhm. Wir haben also tonnenweise Kompost produziert, den wir dann im Herbst ausgebracht haben vor der Winterruhe und meistens eben auch um die Bäume herum, die ein bisschen Unterstützung gebraucht haben, weil sie ein bisschen schlecht gewachsen sind oder die Oliven nicht so sehr groß waren. In dem Fall waren es halt Oliven. Ja. Und im nächsten Jahr hat man den Effekt gesehen. Also er hatte dann schon diesen Defekt in seiner Rinde zu einem großen Teil verschlossen, weil er eben auch entsprechend stark war und stark geworden ist und gestärkt wurde über den Kompost. Oder er hat dann eben bei der Ernte doppelt so große Oliven gehabt. Da ist man fast erschrocken. Wie geht denn das, dass plötzlich die Oliven so groß sind? Ja? Also das sind so eindrückliche Beobachtungen, Erfahrungen, die ich da auch gerne immer wieder weitergebe. Die Natur ist über die Jahrmillionen, hat die sich zu einem optimierten System entwickelt. Da gibt es eine Ordnung drin und dann gibt es in dieser Natur auch eine Kraft, die sozusagen die ganze Welt im Innersten zusammenhält. Mhm. Und so ist es eben auch in uns. Und nach den vielen Jahren der Begleitung von chronisch Kranken, angefangen bei Neurodermitis über, chronische Durchfälle, chronische Hautkrankheiten, Tumorerkrankungen, die nenne ich alle in einem Fluss, weil das ist überall ist das Gleiche. Überall ist Regulation gestört. Überall bei all diesen Krankheiten gibt es auch seelische Belastungen, entweder als Folge der Erkrankung oder als Ursache. Da weiß man nie genau, was war zuerst, Huhn oder Ei. Das bedingt sich immer gegenseitig.
Warum habe ich das? Was bewirkt es in mir? Und aus dieser Zeit der Begleitung und der Hilfe, um eben Selbstheilung wieder möglich zu machen, habe ich gelernt, dass man also eigentlich auf die vorhandenen Ressourcen, die die Evolution uns auf dem Weg mitgegeben hat, die wir von der Evolution ererbt haben, dass man sich auf die einfach berufen kann, dass man die stärken kann. Aber dazu muss ich sie eben erst mal wahrnehmen, muss mich darüber mal befragen und vielleicht auch andere befragen. Wie ist denn das? Ja? Gibt es das wirklich? Da habe ich jetzt einen ganz speziellen Punkt. Es gibt Menschen, nehmen wir mal Störfeld, Kiefer. Die haben tote Zähne, mehrere tote Zähne, aber der Körper ist in der Lage, das ohne Probleme zu kompensieren. Mhm. Und dann gibt's aber wiederum Menschen, die haben vielleicht einen toten Zahn, bekommen infolgedessen vielleicht direkt durch diese Belastung an irgendeinem Körperteil das Bildergebnis, die Überlastung des Körpers präsentiert in Form von einem Tumor oder wie auch immer. Mhm. Wie erklärst du dir das? Was unterscheidet die zwei Typen? Der besser kompensieren kann, der andere, der es gleich präsentiert bekommt. Also wir neigen ja heute dazu, immer so Ursache-Wirkungsprinzip zu identifizieren. Ja? Und wenn du sagst, toter Zahn und dann hinterher Tumor, das gehört nicht zu, das passt eigentlich nicht zusammen. Ne? Mhm. Also es kann sein, ich sage das immer gerne im Konjunktiv, es kann sein, dass das dazu beigetragen hat. Aber nicht nur das. Da gehören mehrere Faktoren dazu. Okay? Damit in der biologischen Ordnung des Menschen es dazu kommt, dass normale Regulations- und Selbstregulationsprozesse entweder gebremst oder sogar oder blockiert oder sogar in die Starre kommen. Also wir gehen bei Tumorerkrankungen und bei schweren chronischen Erkrankungen davon aus, dass sie in einer Regulationsstarre sich befinden, die Menschen. Dann muss man sich fragen, was hat zu der Starre geführt? Und das ist leider Gottes. Es wäre so einfach. Niemals ein einziger Faktor. Es wäre so einfach, wenn es so wäre. Leider hat sich die klassische Medizin dahin entwickelt, dass sie sagt, jawohl, wir suchen noch in kleineren Strukturen und finden vielleicht dort die Antwort, wie wir sowas wieder drehen können, so ein System. Aber das findet nicht statt. Auch die lernen immer mehr dazu, dass es so einfach nicht ist. Also die Immuntherapie bei Tumorfällen wird heute auf Kongressen proklamiert, die zu begleiten mit einem Ausgleich des Mikrobioms, also des Darmmikrobioms, ja, also der Darmflora, ja, weil sonst wirken die Immuntherapeutika nicht. Also auch da beginnt langsam ein Umdenken und ein Hinwenden zur Komplexität. Und genauso möchte ich die Antwort dir dazu geben. Es kann sein, dass es dazu beigetragen hat. Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Aber warum wird der eine krank und hat also einen toten Zahn und der andere hat mehrere tote Zähne und wird überhaupt nicht krank? Was kann da die Ursache sein? Ich würde heute sagen, nach über 45 Jahren Medizin und immer noch unterwegs in diesem Bereich, seit 6, 7 Jahren in meiner eigenen Firma, würde sagen, es fängt eigentlich im Geistigen an. Ja? Und das könnte der ein oder andere Zuschauer falsch verstehen. Ja, er sagt auch alles psychosomatisch. Nein, Entschuldigung, das ist damit nicht gemeint, nicht? Aber ich kann natürlich durch Prägung und Konditionierung sehr früh gelernt haben, dass das Leben eigentlich ein Elend ist. Und dass es gilt, im Leben immer zu schauen und zu kämpfen. Aber das Leben ist eigentlich kein Kampf. Das Leben ist eher etwas, was uns herausfordert und in uns eine Elastizität erfordert, ein Mitschwingen mit der Herausforderung, um daraus eine Antwort zu geben für unser Überleben. Denn alles in der Natur ist auf Überleben programmiert, nicht auf Selbstzerstörung. Selbstzerstörend sind solche Botschaften, die ich als Konditionierung und Prägung bezeichne, die man auf den Weg bekommt. Alles, das Leben ist eine einzige Hühnerleiter. Man kennt diese Botschaften oder Glaubenssätze. Ja, ist alles ganz furchtbar und überhaupt muss man schauen, wie man den Kopf über Wasser hält. Das stimmt so nicht.
Ja, das Leben, und ich bin auch nicht der Meinung, dass die einen benachteiligt und die anderen bevorteilt sind. Nein, wenn man genau hinschaut, sieht man bei den bevorteilten Menschen auch die andere Seite der Medaille, dass sie an Dingen zu tragen haben. Es ist eine Frage, und da komme ich auf die Antwort, der inneren Einstellung. Ich kann mit meinem Mind, sprich Kognition, Emotion und Geist, Prozesse so beeinflussen, dass sie in mir nicht wirken. Und ich kann sie so beeinflussen, meistens mit Angst verbunden, dass sie in mir eine Immunsuppression machen, eine Immunblockade und daraus dann entsprechende Erscheinungen, Symptome oder in der Folge Krankheiten entstehen. Hm. Ja, das ist dieses Geist-über-Körper-Prinzip. Ja. Geist bewegt Materie und nicht umgedreht. Mhm. Dessen müssen wir uns bewusster werden, was da der Einstein uns auf den Weg gegeben hat. Ja, er hat gesagt, Geist bewegt Materie und Materie den Geist. Aber zuerst beginnt das Geistige zu wirken. Und ich glaube, wir sind uns darüber noch gar nicht bewusst, wie wir unseren Geist verunreinigen lassen. Hm. Heutzutage mit dieser medialen Masseninformation. Das kann ja kein Mensch, nicht mal ein Arzt, der auf dem Gebiet zu Hause ist, ja, verarbeiten, was da an ständigen Neuinformationen, an Studienergebnissen geboten wird, womit man irgendwie fertig werden muss, einordnen, einreihen, bewerten, ablegen, übernehmen oder so. Und Menschen, die dann bei Dr. Google nachschauen, die sind ja völlig aus der inneren Mitte, weil die ist ja alles möglich. Ja? Und natürlich neigen wir als Menschen dazu, das ist auch richtig so, das Schlimmste anzunehmen. Nicht? Also das ist urgeschichtlich so gedacht. Über die Amygdala, dass wir uns sozusagen immer ganz schnell verteidigen können. Ja? Deshalb müssen wir das Schlimmste annehmen, dass nämlich Angreifer kommen, die uns umbringen wollen. Das ist so die Urreaktion, die wir in uns tragen. Und das ist auch richtig so. Wir müssen nur lernen, das einzuordnen. Ja? Mhm. Macht es in der heutigen Gesellschaft wirklich Sinn, das nur noch über den Verstand einzuordnen? Oder sind wir jetzt vielleicht auch an einem Punkt angelangt, jetzt wo wir auch die Möglichkeit haben, viel mehr in die Selbstreflexion zu gehen? Mhm. Zu sagen, nee, es gibt noch andere Gebiete wie Herzensintelligenz oder wie auch immer. Wie würdest du das beschreiben? Geht es nur um den Verstand oder kann ich auch auf andere Entscheidungsressourcen zurückgreifen? Gerade wenn ich im Außen mit Diagnosen zum Beispiel getriggert werde, ja. Also wie geht man eigentlich vor bei so einer Situation? Mhm. Nicht? Also wir sprechen ja über Selbstwirksamkeit, die also Eigenreflexion, Selbstreflexion erfordert, damit im Endeffekt dann auch Selbstheilung möglich wird. Ja. Selbstheilung auf beiden Ebenen, körperlich und geistig-seelisch. Oder? Selbstverantwortung. Genau. Ja. Das ist ja sozusagen die Grundlage, damit ich überhaupt selbstwirksam werden kann. Ich fange mal woanders an. Also die Psychologie hat gelernt inzwischen über einige Jahre schon, dass diese problemfokussierte Zentrierung der Behandlung nicht sinnvoll ist. Ja, ich persönlich habe viele Jahre Therapie gegeben und die Klienten kamen aus verschiedensten Ländern zu mir, entweder in Griechenland oder in Italien, wo wir gelebt haben. Und dort ich nenne es jetzt mal integrative Therapie betrieben. Letztendlich sprach ich immer diese Urinformation im Menschen an, indem ich habe die Klienten arbeiten lassen auf dem Land und im Wald. Also meistens Projekte, ziemlich der Natur ausgesetzt, zum Beispiel Hitze, körperliche Arbeit. Und gleichzeitig entgiftende Maßnahmen am Morgen, zum Beispiel mit Einläufen oder Infusionen oder ähnliches. Und dann sozusagen am Nachmittag als Conclusio in Gruppen- oder Einzeltherapiesitzungen sozusagen analytisch. Ja, also die intensivsten Erfahrungen haben die Teilnehmer, ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung sprechen, gemacht, wenn es etwas mit dem Körper zu tun hatte, und zwar mit dem, was ihre Vorfahren schon gemacht haben. Mhm. Ja, so eine Art Rückbesinnung. Ja. Okay. Und ich habe da also interessante Erfahrungen gemacht, wo ich sage, das hätte ich mir so nicht vorstellen können, dass das stattfindet. Ja, also angefangen bei
Tinnitus-Patienten, die plötzlich keinen Tinnitus mehr hatten, weil plötzlich der Druck raus war und so weiter. Also da waren bestimmte Übungen auch dabei mit scharfen Werkzeugen, zum Beispiel Axt oder Hacke, ja, wo man also sich wirklich also auf etwas konzentrieren konnte und etwas in sich in Gang bringen. Darum ging es. Mir ging es darum, dass auf der einen Seite dieses Kognitive, das Geistige, das reicht nicht. Es reicht nicht, immer wieder sich sozusagen selbst zu motivieren, zu sagen, ja, ich mache das jetzt so und so, ich mache das anders. Ja, ich drehe meinen Blickwinkel und mein Verhalten in eine bestimmte Richtung. Ich glaube, es reicht nicht. Ich glaube, das Ganze muss untermalt sein. Und so ist es auch bei chronischen Krankheiten, muss hinterlegt sein mit einer inneren, klaren Entscheidung, die zum Beispiel durch körperliche Übung bestätigt wird. Aber nicht nur durch die, natürlich auch durch Ernährungsmaßnahmen, die ganz klar nach sich ziehen, weniger essen, Kalorien reduzieren, trotzdem pflanzliche Nährstoffe zu sich nehmen und dann in der Folge natürlich alles ganz umstellen. Das sind die eigentlichen Impulse, die dazu führen, dass jemand aus einer Sache aussteigen kann. Also Einstieg zum Ausstieg. Wir haben das ja schon bei der Aufnahme, was ist das Swisscube? Da können die Zuschauer gerne hinschauen, was ist Swisscube? Da erklären wir, wie das funktioniert und was das bewirkt. Ja? Und das ist, glaube ich, der Weg, der ist schon 2300 Jahre alt und vielleicht schon viel älter. Also auch vor Hippokrates sollen das Ärzte oder Heiler gemacht haben, dass sie ihre Kunden, Patienten, Klienten gebeten haben, also sozusagen die Nahrung zu reduzieren, nur das Nötigste, viel Wasser trinken, viel schlafen, ausruhen und anschließend bewegen. Und Einläufe. Ja. 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 Also es ist wirklich ein wunderbares, ganzheitliches Konzept. Man fragt sich, warum ist es nicht verbreitet? Also ich habe ja viele Jahre in Afrika gearbeitet und wir haben ja dort Witch Doctors, also diese Zauberdoktor ausgebildet, damit die frühzeitig erkannten, was ist wirklich behandlungswürdig in der Klinik, also sozusagen Krankheiten im Endzustand, Herzinsuffizienzen, Niereninsuffizienz oder ähnliches. Das sollten die frühzeitig erkennen. Ansonsten haben wir denen überhaupt nicht reingeredet, die hatten ihre eigenen Konzepte. Viele von denen hatten auch Schulen besucht, also sowas ähnliches wie Heilpraktikerschulen. Und es gab auch spezielle Geschäfte für Witch Doctors, wo die also ihre, sag ich mal, Zaubermittel einkaufen konnten. Das waren Kräuter, das waren zerriebene Tiere oder Tierteile, das waren Steine, das waren Farben, das waren Flüssigkeiten und so weiter. Aber was immer dabei war, waren Einläufe. Mhm. Ja? Weil sie wussten auch, ich meine, das ist ja ein Uraltwissen, das ist ja nichts, was wir jetzt also neu entdeckt hätten vor, keine Ahnung, 50 Jahren. Das Uraltwissen, dass diese Einläufe reinigend wirken. Reinigend oder auch stimulierend. Und da gehe ich nicht dahin, dass ich sage, wie F.X. Meyer, also da werden alte Stuhlreste von der Schleimhaut abgelöst. Na, ich glaube nicht, das ist nicht der Grund. Ja. Das kann sein, dass das stattfindet, aber viele haben das gar nicht, weil sie Durchfälle haben. Und auch denen tut ein Einlauf gut. Mhm. Ja, das denkt man ja oft, gell? Viele sagen, ja, ich habe eh so viel Durchfall, ich brauche keinen Einlauf nochmal extra. Also ich würde dann keinen reizenden Einlauf machen mit kaltem Wasser, sondern ich würde ein fast körperwarmes Wasser nehmen, was etwas beruhigend wirkt und heilsam. Also das Wasser im Darm wirkt auch heilsam. Ja, und das ist eigentlich auch das Thema der Selbstwirksamkeit. Ja? Mhm. Also wenn ich selbstwirksam sein möchte, das ist ja auch ein Begriff, der in der, in der Ausbildung von Businessleuten verwendet wird, ja, also leistungsfähiger, präsenter und so weiter. Aber ich meine Selbstwirksamkeit wirklich rückgreifen zu können auf die eigenen Selbstregulationssysteme. Und das bedeutet ganz klar, in der Folge, dass Selbstheilung stattfindet, das ist immer möglich. Und das braucht aber vorher eine Selbstreflexion. Wo stehe ich? Jetzt habe ich das eine, so und so und so. Wie kann ich das jetzt angehen? Leider, und das muss ich wirklich mal sagen, auch wenn es mir leid tut, den Kollegen gegenüber, wird heute in der Medizin, in der klassischen Medizin,
nicht mehr das Handwerk ausgeübt und angewendet, was wir mal gelernt haben. Dass man nämlich einen Patienten angreift, ihn ordentlich untersucht und zielorientiert befragt, um herauszufinden, was hat möglicherweise auch zu seinen Beschwerden geführt und wie sehen die Beschwerden aus. Wenn wir schauen, wie die Meyer-Ärzte gelernt haben, den Darm zu untersuchen, das würde ich einigen Gastroenterologen wünschen, dass sie das auch machen. Dann würden sie vieles besser verstehen und hätten auch einen Kontakt zu den Patienten. Ich hatte das Glück gehabt, im Ausland zu arbeiten, unter einem manchmal Sternenhimmel, der unheimlich beeindruckend war, in Meeresnähe. Und in einer Umgebung, wo keine Menschen wohnten, wo nichts war außer Natur, und habe dort erfahren, was es bedeutet, einen Patienten anzufassen, um wahrzunehmen, wo sind seine Problemzonen, was bedrückt ihn und wie kann ich ihm helfen, das zu lösen. Also früher haben die Ärzte ja mit Massage begonnen, ja, um das wahrzunehmen. Wenn jemand das ein paar Mal gemacht hat, merkt er, hat er eine andere Wahrnehmung. Das ist natürlich auch eine geistige Einstellung, die ich da mitbringe. Ne? Und doch, eine klar. Erweiterung auch. Genau. Ja, ja, ganz genau. Also ich kann nur sagen, an die Zuschauer gewendet, es ist alles möglich. Wirklich, es ist alles möglich. Es hilft aber nichts. Sie werden sich selbst befragen müssen. Hm. Ja, sich selbst reflektieren. Wie ist mein Leben? Fühle ich mich in meinem Leben wohl? Wo fühle ich mich nicht wohl? Und was möchte ich gerne ändern? Das wäre der erste Schritt. Und zum zweiten Schritt kann ich sagen, Sie haben alle Ressourcen in sich. Alles, was Sie brauchen. Wenden Sie sich Ihren Selbstregulationskräften zu, befreien Sie die ganz einfach auch durch Kalorienreduktion. Das mag simpel klingen. Und vielleicht wird der eine oder andere Schulmediziner sagen, ja, was erzählt der Spinner denn da? Aber das ist die Erfahrung nicht nur von mir, sondern von Ärzten, die das über tausende von Jahren praktiziert haben. Hippokrates, Galen, Paracelsus, Virchow und so weiter und so weiter. Ich könnte viele noch aufzählen, die es da gibt an Ärzten, die Erfahrung gemacht haben. Probiert es einfach mal. Probiert es einfach mal. Super. Also ich bin fasziniert vor allen Dingen durch deine Erfahrung und wie gesagt, du als wirklich Landwirt, der dann den Patienten in Verbindung mit der Natur und mit sich selber gebracht hat, das ist ja wirklich der Königsweg für jeden, ja, um ja, so, in Selbstheilung zu kommen. Ja. Wunderbar. Ja. Wenn die Menschen sich noch ein bisschen mehr informieren möchten, gibt es da... Also es gibt einerseits die Möglichkeit, auf unserer Webseite nochmal nachzulesen. Da sind einige Dinge auch geschrieben. Wir haben, ich glaube, über 200 Blogposts, wo vieles dargestellt ist, was ich jetzt erzählt habe, unter www.swiss-cube. Cube mit Q geschrieben, wie wir in der Schweiz sagen, .com. Also Cube mit Q geschrieben, wie wir in der Schweiz sagen. Und dann gibt es natürlich noch YouTube-Filme en masse auf dem selben Kanal. Natürlich auch, was ist SwissCube? Und es wird zukünftig noch viel mehr geben, wo sich Menschen informieren können und meine Ansichten auch nachlesen können. Ich glaube, das ist manchmal wichtig. Ja, super. Vielen Dank, lieber Frank, dass du heute da warst. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Gell? Ja. Ciao. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist doch wunderbar zu sehen, welche Möglichkeiten wir wirklich haben, um in die Selbstheilungskräfte einzutauchen, in unserem Leben die Selbstwirksamkeit und die Selbstverantwortung zu übernehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Zeit und bis bald. Tschüss.